Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute haben wir wieder dein Team am Start. In der Serie stelle ich euch ja immer die Top 10 Teams zusammen, die ihr mir zuvor auf Facebook eingesendet habt. Und falls ihr eben auch dabei sein wollt, dann solltet ihr den Link in der Beschreibung zu Facebook abchecken und dort sendet ihr mir dann einfach euer Team ein. Und ja Freunde, falls ihr öfters dein Team sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall eine positive Bewertung dalassen. Dann sehe ich eben, dass ihr das öfters sehen wollt und werde es dann eben öfter machen. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem Platz Nummer 10. Auf dem 10. Platz haben wir das Team von Paul Merlin. Er hat sich hier auf jeden Fall kein schlechtes Team zusammengebastelt. Es besteht aus 4 Ligen und sehr, sehr vielen Nationen. Er hat auf jeden Fall keine schlechte Mannschaft. Er hat nämlich Mangala und Koscielny in der Innenverteidigung. Lloris als Tormann ist auch kein schlechter Mann. Und sonst hat er eben noch Danilo und Casemiro, oder wie er heißt. Götze, Schweinsteiger, Reus und Rondon Inform und Hulk. Und Rondon Inform ist ein richtiges Biest, das kann ich euch wirklich so sagen. Er ist richtig gut im Spiel, hat einen richtig Bombenschuss. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Platz Nummer 9. Auf jeden Fall Paul Merlin mit dem Platz Nummer 10. Den 9. Platz, den holt sich Guy Schröder. Er hat auf jeden Fall kein schlechtes Team aus 3 Ligen. Das Team ist einfach sehr, sehr hochwertig und hat viele High-Rated-Spieler, die aber auch richtig gut sind. Zum Beispiel Neymar, Suarez und Robben. Alles keine schlechten Spieler. Und Courtois zum Beispiel ist einfach ein klasse Keeper. Mit solchen Spielern spiele ich persönlich auch sehr, sehr gerne, obwohl sie sehr Mainstream sind und sehr unkreativ, würde ich mal behaupten. Das ganze Team ist nicht das Kreativste, aber es ist sicherlich ein starkes Team. Und deswegen hat er sich den 9. Platz verdient. Auf dem 8. Platz landet Simon Heumann mit einem richtig, richtig starken NLW-Hybrid aus Silberspielern und Goldspielern. Er hat vorne Koja, oder wie man ihn aussprechen will, mit richtig guten Werten. Dahinter Dumbia und Wilson, der auch 96 Tempo hat. Also richtig basic das vorne hier, aber richtig, richtig stark. Sehr kreativ. Leider hat er es nicht weiter vorgeschafft. Er hätte es sich auf jeden Fall verdient. Aber es kommen noch richtig starke Teams. Aber wirklich mal Respekt dafür, dass du dir dieses geile NLW zusammengebastelt hast. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Platz Nummer 7. Den 7. Platz ergattert sich Melico mit Bolasie Team of the Season, Kane Team of the Season, Henderson Team of the Season und Kroos Team of the Season. Die sind alle ihre Coins wert. Bale ist natürlich auch ein richtig starker Mann auf dem rechten Flügel. Alle Spieler kommen auf ihre volle Chemie. Und da möchte ich nochmal kurz sagen, dass es richtig, richtig schwer war, heute das Rating zu machen, denn es sind einfach alle Teams sehr, sehr gleichwertig. Es sind nicht so richtig große Unterschiede. Und deswegen ist es nicht leicht gewesen, das zu entscheiden. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim Platz Nummer 6. Auf dem Platz Nummer 6 haben wir das Team von Philipp Purer. Er hat sich auf jeden Fall kein schlechtes 2-Ligen-Hybrid zusammengebastelt. Und seine Top-Stürmer sind natürlich überragend mit Diego Costa und Lionel Messi. Dazu hat er wieder mal Courtois im Tor, den ich richtig, richtig gern habe. Und sonst hat er auf jeden Fall auch ein starkes Team. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim Platz Nummer 5. Auf dem Platz Nummer 5 haben wir das Team von Joel Wernli. Er hat sich auf jeden Fall kein schlechtes Team zusammengebastelt. Marco Reus, Aubameyang und Bale im Sturm sind allesamt gute Spieler. Bale kommt leider nicht auf eine 9er oder 10er Chemie. Trotzdem ist es einfach ein gutes Team wegen Aubameyang. Team of the Season mit 99 Tempo. Castro Team of the Season, Rodriguez, Naldo, Otamendi und Diego Alves. Allesamt keine schlechten Spieler. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Platz Nummer 4. Gianmica Bazzani holt sich den 4. Platz und verpasst somit nur knapp das Podest. Er hat auf jeden Fall auch ein starkes Team aus 3 Ligen, Diego Costa und Fabregas. Holen sich hier sozusagen einen Perfect-Link und somit haben beide volle Chemie. Reus und Bale wieder mal allesamt gute Spieler. 4 Team of the Seasons. Garcias im Tor ist auch kein schlechter Mann. Alaba, Boateng. Gegen die kann man alle nichts sagen. Und deswegen würde ich sagen, ein verdienter 4. Platz und dann kommen wir auch schon aufs Podest. Den 3. Platz, den belegt Vincent Naundburg mit einem richtig starken 3-Ligen-Hybrid. TBS Team of the Season sticht natürlich heraus, genauso wie David Luiz, Team of the Year und Rouvier in Form. Es ist auf jeden Fall kein schlechtes Team, ich kann mir richtig gut vorstellen, mit dem Team richtig gut zocken zu können. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon bei der Silbermedaille. Den 2. Platz holt sich Yannick Naundburg. Ich denke, das ist der Bruder von Vincent Naundburg, der sich eben vorher den 3. Platz geholt hat. Er hat auch ein 3-Ligen-Hybrid mit Lacazette Team of the Season und TVS Team of the Season. Die zerstören da wirklich alles vorne drinnen. Payet, Matuidi und Bonucci auch noch als Team of the Season Versionen. Dann hat er noch 2 Informs, Alaba, Boateng, Neuer und Vidal. Allesamt richtig gute Spieler. Ich kann mir richtig gut vorstellen, mit dem Team gut zocken zu können. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim großen Platz Nummer 1. Und den Sieg dieser Dein Team Serie holt sich Stefan Ofner mit diesem 2-Ligen-Hybrid. Er hat auf jeden Fall richtig viele Team of the Seasons. Griezmann, Rodriguez, De Bruyne, nochmal Rodriguez, Naldo, Bravo und Piqué dazu auch noch. Bale, Modric, Dani Alves und Ribéry. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass dieses Team extrem geil abgeht.
Allein schon Griezmann, Team of the Season, sagt alles aus. Der ist einfach nur richtig gut im Spiel. Rodriguez, Team of the Season, das sind allesamt richtig geniale Spieler. Und es sieht auch echt gut aus, das Team. 89er Bewertung, 100er Kimi. Auf jeden Fall das beste Team heute. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der heutigen Episode von Dein Team. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr öfter Dein Team sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, war es das wieder mit dem Video. Und ich verabschiede mich und sage wie immer, ciao Leute. FIFA All Stars.